Herzlich willkommen wieder zu unserer Sendung aus dem Bundestag. Und heute ist 9. Mai. In Moskau fand heute eine große Siegesparade statt. Nicht ein Sieg über die Ukraine, sondern über die Nazis. Am 9. Mai 1945 wurde nochmal die Kapitulation unterschrieben, weil die Sowjets, damals Stalin, wollte eine eigene Kapitulation haben. Deswegen erklärte sich, dass im Westen der 8. Mai gefeiert wird und der 9. Mai, Moskauer Zeit, war dann schon am 9. Mai. So, das zur Erklärung. Die Rede war etwas wirr, wie die meisten Kommentatoren gefunden haben. Aber darüber wollen wir heute nur kurz sprechen mit Herrn Gerald Ulrich von der FDP, Bundestagsabgeordneter aus Südthüringen, so, in unserer Sendung aus dem Bundestag. Herzlich willkommen. Danke. Wie ist das, wenn Sie heute die Rede von Putin hören, die Rede von Scholz, vom Bundeskanzler gestern und der Wahlsieg, hätte ich fast gesagt, der FDP, das war ja nicht so. Da haben sie 4% verloren in Kiel. Da steht alles nicht in einem Zusammenhang, aber wir wollen über alles heute reden. Fangen wir mit der Wahl an. Wie kommt es, dass die FDP 4% verliert? Der ist doch eigentlich erfolgreich gewesen. Nun, ich bin jetzt nicht der, der große Wahlanalysen betreiben kann, aber ich glaube, der Erfolg, den wir bisher in Schleswig-Holstein hatten, der ist auch schon zu einem gewissen oder zu einem großen Teil auch Wolfgang Kubicki geschuldet gewesen. Er ist nun mal die Stimme der Freiheit bei uns in der Partei. Und ich glaube, dass das im Wahlkampf so nicht der Fall war. Ich glaube, dass die CDU uns viele Stimmen in Anführungsstrichen weggenommen hat. Das ist legitim. Wahrscheinlich haben die Grünen auch der SPD viele Stimmen weggenommen. Aber wir haben vermutlich nicht genug Eigenstellungsmerkmale gehabt, gerade auch über die Corona-Zeit hinweg. Vielleicht hätte man da nachschärfen müssen. Aber wenn Sie sich mal die Historien angucken der letzten Wahlen der letzten 20 Jahre, dann ist das ein durchschnittliches Ergebnis. Es ist kein schlechtes Ergebnis. Wenn Sie natürlich die Wahlen, die beiden letzten Wahlen sehen, haben wir verloren. Das stimmt. Aber das bietet auch wieder Potenzial, um neu zuzuschlagen. Ja, das sagt man immer. Ja, nur wer wieder aufsteht, der kann weiterkämpfen. Im Wahlkampf geht das noch mehr. Hat das Auswirkungen auf die Ampel? Es kommt natürlich darauf an, wie die Beteiligung sein wird. Wer zusammen mit der CDU regieren wird, ob wir das sein werden oder ob es die Grünen sein werden. Beide, tippe ich. Das wäre doch klug. Ich weiß es nicht. Für die CDU wäre das klug. Das muss man sehen. Es wäre aber auch eine Einschränkung der eigenen Macht, denn dann muss ja jeder Ministerien kriegen. Ich weiß nicht, also das kann ich nicht sagen. Dazu weiß ich nicht, wie Daniel Günther tickt. Wird das eine Gefahr? Versuchen Sie mal eine Einschätzung. Eine Gefahr werden für Herrn Merz? Plötzlich ist da so ein junger Kerl, der deutlich jünger als Merz, jetzt immer gesprochen im Verhältnis zu Merz, dem Parteichef, der siegt, fulminant, das hat Herr Merz noch nicht geschafft. Ja, dass man sagt, das ist die neue Hoffnung der CDU. Sie haben ja gestern den Herrn Günther gehört. Er hat ja gesagt, seit diesem kurzen Streit zwischen den beiden haben sich ja beide weiterentwickelt. Was er nun genau damit meint, das müssen die nächsten Jahre zeigen. Aber ja, es gibt immer einen Kronprinzen. Den hat es schon immer gegeben. Und das ist auch überhaupt kein Fehler so. Und demzufolge ist es auch gut, dass der Herr Günther so einer anderen Generation angehört. Also Merz muss keine Angst haben, dass er dasselbe Machtvakuum hinterlässt, wenn es denn mal dazu kommt, wie Frau Merkel das gemacht hat. Dann ist eben jemand da und wenn Merz schlau ist, dann baut er ihn auf, anstatt ihn zu stoppen. Ja, das ist meine These auch. Merz ist 70, ja, Günther ist deutlich jüngerer und die CDU hat plötzlich wieder einen Hoffnungsstern. Ja. Ja, aber hoffentlich wird es nicht wie eine Wunderkerze. Das muss man sehen, aber das ist die Sache der CDU. Kommen wir mal zum Krieg. Der wird diese Woche, ist ja Sitzungswoche im Bundestag, der wird alles überschatten. Die Rede des Bundeskanzlers hat nicht viel Klarheit gebracht, aber ich frage Sie mal lieber danach, statt meine eigene Meinung zu sagen. Wie haben Sie sie empfunden? Sie war schon kämpferisch, als das normalerweise seine Art ist, aber Reden sind das eine und Taten sind das andere. Und was die Weltöffentlichkeit von uns im Moment erwartet, das sind Taten. Und die müssen den Reden jetzt folgen. Dann aber sind auch die Reden Taten in Ordnung. Sondern Waffen. Im Moment, die wir denn tatsächlich rüberschaffen müssen. Im Moment ist nicht die Stunde der Diplomatie. Das muss man leider so sagen. Ich betone leider. Im Moment ist die Stunde der Waffen. Da haben die leider recht. Wie bringt man die eigentlich über die Grenze?
Ich habe 18 Monate Grundwehrdienst hinter mir in der NVA. Ich kann Ihnen darauf keine Antwort geben, das weiß ich nicht. Ja, aber sind das eigentlich noch alles denn NVA-Waffen, die wir jetzt darüber bringen? Nee, die Haubitze 2000 sicherlich nicht. Die ist zu modern. Ja. Ja, und kennen Sie sich aus damit? Ist das eine wirkungsvolle Waffe? So, was ich lese, muss das ja ein fürchterliches Gerät sein. Ich kann mir da überhaupt kein Urteil anmaßen. Ich war in der Radarstellung während meiner Zeit und habe dort gedient. Ja. Mit Geschützen kenne ich mich nicht aus. Wie geht's denn weiter eigentlich? Haben Sie nicht Angst als Politiker, als Bundestagsabgeordneter, dass wir so langsam immer näher an die Kriegsgefahr kommen? Die Kriegsgefahr haben wir schon, aber immer näher an den tatsächlichen Krieg kommen. Ich gebe Ihnen da völlig recht. Deswegen finde ich es auch schwierig, das darf man jetzt nicht falsch verstehen, deswegen finde ich es auch schwierig, dass wir immer sagen, was wir nicht tun werden, weil das dem anderen erlaubt, gewisse Dinge zu tun. Wenn wir sagen, wir tun das nicht, dann weiß die Gegenpartei, was sie tun darf, weil wir das andere ja sowieso nicht tun. Wir sagen, wir werden niemals Kriegspartei, obwohl wir genau genommen eigentlich schon Kriegspartei sind. Ja, indem wir Waffen liefern, sind wir doch schon engagiert. Das ist der Unterschied. Das sehe ich auch so. Und ich verstehe auch nicht, dass es Verteidigungswaffen gibt und Expansionswaffen oder Angriffswaffen, die richten auch dasselbe an. Ich glaube, ich habe das letzte Mal bei Ihnen oder woanders gesagt, dass ich es äußerst problematisch sehen würde, wenn plötzlich Leopard 2 Panzer an der russischen Grenze stehen würde. Und dann gibt es ein Ereignis, wo man sagen muss, wer weiß, was jetzt passiert, jetzt kann man nichts mehr ausschließen. Irgendwann fangen wir auch an, uns hier selbst zu verteidigen. Denn über eins müssen wir uns ja klar sein. Es geht Putin nicht um die Ukraine. Es geht ihm um andere Ziele. Ja, ich glaube, und deswegen habe ich eben gesagt, ich fand die Rede wirr von Putin, weil er gesagt hat, sie mussten den Krieg führen, weil sie plötzlich eingekreist waren von NATO-Truppen. Das ist völlig lächerlich. Wenn er sich überlegt hätte, was passiert, was wird denn jetzt passieren? Schweden und Finnland werden mit hoher Wahrscheinlichkeit der NATO beitreten, was sie bisher nicht gemacht haben, mit Rücksicht auf Russland. Jetzt fühlen die sich bedroht, Moldau fühlt sich genauso bedroht. Gut, die wegen Transnistrien kann man die nicht so ohne weiteres mit in die NATO integrieren. Aber er hat doch genau das Gegenteil von dem erreicht, was er gesagt hat. Die NATO wird einheitlicher und gestärkter aus diesem Konflikt hervorgehen. Und was mit der Ukraine wird, weiß auch keiner. Ja, eben. Ein langer Krieg, vermutlich. Man weiß nicht, wie es persönlich mit Putin weitergeht. Was denken Sie denn über den ukrainischen Botschafter nachher, den Sie zum Wurstessen nach Thüringen eingeladen haben, weil er gesagt hat, Herr Scholz sei eine beleidigte Leberwurst. Ich weiß zwar nicht, wie eine beleidigte Leberwurst aussieht. Ich habe schon viel Leberwurst gegessen, aber beleidigt stand da auch noch nicht drauf. Ich weiß auch nicht, ob er Vegetarier ist, er hat mir noch nicht geantwortet. Ich möchte mich da auch nicht lustig machen drüber, aber man muss eines sehen. Alle Politiker in der Ukraine stehen unter großem Druck. Und wenn sie diesen Krieg nicht gewinnen sollten, sind sie ja plötzlich staatenlos. Was wäre denn dann ein Herr Melnik, ein Botschafter Melnik? Er wäre staatenlos. Ja, der würde hier um Asyl bitten. Wahrscheinlich ja. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass die Menschen sehr, sehr, sehr gereizt sind. Ich würde mir wünschen, dass da im Hintergrund irgendjemand agiert, der ihnen auch mal sagt, das bringt jetzt nichts. Lass diesen einen Spruch, der bringt uns und dich und unser Land nicht weiter. Ja, das macht nicht die hohe Schule. Sehr diplomatischen Eindruck. Ja, das ist aber meiner Meinung nach sein sollte, aber nicht die hohe Schule der Diplomatie. Ja, er poltert ein bisschen viel, ne? Ja, die Art und Weise ist nicht die richtige. Wenn auch ich seine Forderungen voll und ganz aus seiner Sicht nachvollziehen kann, macht der Ton immer noch die Musik. Aber wahrscheinlich hat er an die Marketinglehre gedacht, wenn du nicht trommelst, hört dich keiner. Das mag sein, aber wenn man zu sehr trommelt, geht die Trommel auch kaputt. Ja. Die Frage ist ja bei ihm immer, er weist auf etwas hin, was wir zwar sehen, aber wir wollen nicht wahrnehmen, dass es auch uns betreffen könnte. Ja. Und vielleicht ist das sein Anliegen und sagt, seid vorsichtig. Ihr könnt schneller dabei sein oder unter Gefahr geraten, unter Beschuss geraten, als ihr ahnt. Sie haben recht, wir müssen uns vor Augen führen, dass die Europäische Union das eigentliche Ziel von Putin ist. Nicht nur die Ukraine. Die Ukraine ist Beiwerk. Ja, aber schlimmes Beiwerk. Was passiert? Ganz schmerzliches Beiwerk, ja. Wenn er die in seiner Rede heute hat er nur vom Donbass gesprochen. Er hat nicht von der Ukraine insgesamt gesprochen. Ich glaube, er hat das Wort gar nicht in den Mund genommen. Und die Frage ist ja, will er das die ganze Ukraine eingemeinen? Und dann kämen die baltischen Staaten auch dran. Irgendwann muss doch Europa dann agieren und sagen,
Das können wir ohne militärische Intervention nicht aufhalten. Eine militärische Intervention mit einer Atommacht ist immer mit einem gewissen Risiko behaftet. Ich persönlich sage, nein, es wird nicht dazu kommen. Aber wie gesagt, ich bin auch kein Militär. Ich habe da keine Ausbildung. Aber da muss ich auch wieder sagen, in Anführungsstrichen, Gott sei Dank, weiß jeder, was passiert, wenn er auf den roten Knopf drückt. Es wird niemals dazu kommen, dass der, der auf den roten Knopf drückt, der Sieger ist. Wird in dem Fall keine Sieger geben. Und deswegen glaube ich auch nicht dran, dass es passieren wird. So glauben wir alle. Wir haben auch nicht geglaubt, dass er die Ukraine das überfällt. Stimmt. Ja. Das heißt, insofern bin ich skeptisch, dass, was wir glauben. Er tickt offenbar sehr anders. Mhm. Und kennen Sie jemanden, der überhaupt weiß, wie er tickt? Gibt es im Bundestag jemanden, Experten? Ach, das mag sein, dass es die gibt, aber da hätte auch jeder Angst zu sagen, ich bin der Russland- oder ich bin der Putin-Experte und er wird das und das tun und dann tut das nicht. Ich glaube, dass der Mensch auch nicht mehr so ganz Herr seiner strategischen Sinne ist. Also wann wird es das Wurstessen geben? Ich habe keine Nachricht von ihm. Ich habe es nicht ganz so ernst gemeint. Nur Leberwurst oder was? Wenn er käme, bekäme er auch Bratwurst und andere Wurst. Aber auch Leberwurst, die wäre auch mit auf dem Brett drauf. Das steht fest. Ja. Und damit schreiben Sie dann drauf, dass die beleidigte Leberwurst aus Thüringen. Das würde ich dann mit Stift irgendwo draufschreiben, ja. Stimmt. Was liegt diese Woche an im Bundestag? Darüber werden wir nach einer kurzen Werbepause gleich weiterreden. Mit dem FDP-Bundestagsabgeordneten aus Südthüringen. Das Wahlkreis, wenn ich das richtig erinnere, 196. Genau. Ja. Gerald Ulrich, und bleiben Sie dran, wir sind gleich wieder da. Zurück in unsere Sendung aus dem Bundestag, heute mit Gerald Ulrich. Wir haben den 9. Mai und in Moskau wurde heute Morgen eine Siegesparade abgehalten und Herr Putin hat eine Rede gehalten, von der viele Beobachter gesagt haben, die sei ziemlich irre gewesen. Er hat nämlich den Krieg damit begründet, dass die NATO ihn eingekreist habe und wollte Russland überfallen. Und dem sei er zuvor gekommen mit der Intervention in der Ukraine. Na gut, jeder mag darüber denken, was er will. Wir reden über die aktuelle Woche im Bundestag. Alles ist überschattet durch den Krieg, aber dennoch wird natürlich handfeste Arbeit gemacht. Sie haben beklagt letzte Woche, dass die Hilfen, die die Bundesregierung dem Mittelstand zugesagt hat, Sie sind ja selber Unternehmer, die rollen gar nicht an. Was ist denn da wieder los? Man ist sich einig darüber in der Ampel, dass man etwas tun will, aber wenn es dann wirklich dazu kommt, dass es getan werden muss, dann sind es immer noch die Kleinigkeiten, die gemacht werden müssen, an denen es dann am Ende scheitert, Ausführungsbestimmungen und. Wer kann wo mit welchen Formularen irgendwas beantragen, das ist dann immer... Wie viele Formulare haben Sie denn schon gekriegt? Ja, bis jetzt zu diesen Hilfen noch keine. Es gibt ja noch keine. Das ist genau das Problem. Ich meine, die Kosten laufen allen weg, egal. Es hat ja am Ende alles in unserer Welt mit Energie zu tun. Wenn Energie teurer wird, wird das Leben teurer insgesamt. Das ist so. Den einen betrifft es mehr, den anderen betrifft es weniger. Aber wie man das nun genau machen will, also welche Formulare wie ausgefüllt werden und wo sie hingeschickt werden und wer die Hilfen auszahlt, das ist noch nicht ganz klar. Das soll jetzt erst in den nächsten 2 bis 3 Wochen wirklich dingfest gemacht werden. Sie haben darüber ja 3 Seiten geschrieben. Also mit wem wollen Sie denn reden? Mit Herrn Habeck als Wirtschaftsminister oder Herrn Lindner als Finanzminister? Naja, wir haben ja dort relativ, wie soll ich sagen, klare Strukturen, wie sowas stattfindet. Es gibt aber offenbar nicht, sonst wüssten Sie ja. Wir bei uns haben diese Strukturen, können Sie mir glauben. Wir haben unsere AG Wirtschaft, wir haben unseren Arbeitskreis 2 und wir haben die Fraktion als solche. Und von unten nach oben werden diese Dinger gegeben. Und ich glaube, es weiß im Moment auch zumindest unsere Leute ganz oben schon Bescheid darüber. Das ist gar keine Frage. Aber es ist ein Unterschied, ob Sie alleine irgendwas tun und verantworten müssen oder ob Sie es immer mit 2 Partnern, und die haben wir und die haben die anderen auch, jeder hat 2 Partner, abgestimmt sein müssen. Und jeder möchte natürlich auch versuchen, seine eigene politische Duftmarke dort zu setzen. Naja, Sie sind Abgeordneter, Wahlkreis 196 in Südthüringen, aber alle Unternehmer, wie Sie auch, kommen zu Ihnen und sagen, sag mal, lieber Ulrich, wann kriege ich denn jetzt meine Kohle? Mhm. Ich muss denen sagen, wartet noch mal 14 Tage. Das geht nicht anders. Das ist eine schlechte Antwort in der Politik. Aber eine ehrliche.
Und in 14 Tagen meinen Sie, ist das geklärt. Worauf führen Sie das denn zurück, dass das nicht schon eigentlich geklärt sein müsste? Ich sage doch als normaler Mensch, das müsste doch wohl klar sein. Es geht hier nicht um ein paar Millionchen oder um ein paar hundert Millionen. Es geht um zig Milliarden. Die müssen auch irgendwie dingfest sein. Sie müssen auch juristisch fest sein. Man kann nicht einfach Geld raushauen. Also Helikoptergeld bringt nichts. Es müssen schon gezielte Hilfen sein. Wenn man gezielte Hilfen machen will, muss man auch genau wissen, wie man wem wie viel geben will. Und das muss schon aus einem Guss sein. Und das ist eben nicht ganz so schnell gemacht, wie man das gerne hätte. Sie sind ja selbst Unternehmer. Erzählen Sie doch mal, wie stark waren Sie davon betroffen? Ich will keine Zahlen in Euro und Cent hören, aber so prozentual. Wie viel Schaden haben Sie tatsächlich gehabt? Und wenn Sie diesen Schaden nachweisen, kriegen Sie den denn komplett ersetzt oder wie läuft das überhaupt? Nein. Also wir gehören zu den mehr oder weniger energieintensiven Betrieben. Wir haben mehr als 3% unseres Einkaufes an Energie. Das heißt, wir können dort aller Wahrscheinlichkeit nach einen Antrag stellen, dass wir die gestiegenen Preise im Vergleich zu dem Durchschnitt der letzten beiden Jahre, dass wir dort 30% ersetzt bekommen. In diesen Industriebetrieben wie bei uns muss man sagen, dass das nicht gleichmäßig geht, sondern das vollzieht sich in Sprüngen. Wir haben 2 Jahres Stromverträge, zum Beispiel unserer läuft am Jahresende aus. Und den neuen. Ohne russischen Gas, ohne russisches Öl? Strom. Strom. Da geht es um Strom. Wo das nun genau herkommt, das weiß man nicht, wo die einzelnen Elektronen herkommen. Aber der Stromvertrag läuft am Jahresende auf, dann müssen wir einen neuen machen. Den können wir mit jedem Anbieter machen, der auf dem Markt agiert. Ich vermute, dass er 40-50% oder 60% teurer werden wird. Wir sind ein kunststoffverarbeitender Betrieb. Die Preise haben sich innerhalb der Corona-Jahre schon fast verdoppelt. Es kommt jetzt noch eine extreme Knappheit hinzu. Das heißt, verschiedene Materialien sind schwer oder nicht verfügbar. Das kann zu großen Verwerfungen kommen. Und man kann nicht alle Preise, mir nix, dir nix, am Markt durchsetzen. Und man ist auch nicht in der Lage, seinen Mitarbeitern einfach so mehr Geld zu geben, weil auch die definitiv höhere Lebenshaltungskosten haben. Weil man verdient nicht entsprechend mehr. Also diese Inflation, die ist ja von außen an uns hereingetragen. Das ist ja keine interne Inflation, wo Preise und Löhne in direktem Zusammenhang stehen. Ja, aber nun gehe ich zum Vater Staat und sage, nun ersetz mir das mal. Und Vater Staat sagt, habe ich nicht in meiner Kasse, denn die Unternehmen zahlen mir die Steuern nicht. Der Staat, die ich brauche, um euch Subventionen zu zahlen. Da haben Sie recht. Der Staat kann nicht gegen die Weltmarktpreise opponieren. Das wird nicht funktionieren. Das geht nur eine ganz, ganz kurze Zeit gut. Wie lange hält denn unser Wohlstand noch? Da kann man sich da ausrechnen, dass wir in 2-3 Jahren, wenn der Krieg sich nicht anders entwickelt und noch nicht zu Ende ist, dann können wir uns da ausrechnen, dass das sehr wohl an unser Wohlstand geht. Ich habe nicht Volkswirtschaft studiert, ich habe ein technisches Studium gemacht, deswegen kann ich Ihnen das nicht genau sagen. Aber Sie sind Politiker, Sie haben ja ein Gefühl dafür. Ich befürchte, dass wir einen Wohlstandsverlust haben werden. Und ich glaube, ich habe auch in der letzten Sendung bei Ihnen hier das Wort schon in den Mund genommen und habe davor gewarnt. Allerdings ist es jetzt so, dass die Leute es auch spüren. Und deshalb kommen die Diskussionen jetzt wesentlich schneller und wesentlich höher auf. Wie gehen Sie damit um in Ihrem Wahlkreis, wenn die Leute sagen, oh, ich erkläre Sie mal, was kommt da auf uns zu? Dann sagen Sie, weiß ich nicht, sagen Sie bestimmt nicht. Ich versuche das genauso ehrlich zu sagen, wie ich das hier bei Ihnen sage. Ich rechne mit einem Wohlstandsverlust für uns alle. Und könnte es denn sein, dass wir eine gesellschaftliche Unruhe plötzlich bekommen, die wir nicht gewohnt sind zu haben? In den neuen Ländern sind Sie es gewohnt. Vor 30 Jahren haben Sie einen Umbruch gehabt, der Westen keinen. Wir hatten Gott sei Dank keine Unruhen in diesem Sinne. Deswegen war ja auch diese friedliche Revolution etwas Einmaliges in der Geschichte. Aber das Volk, auch im Osten, hat keinen Hunger gelitten. Und die Rechnungen konnten auch bezahlt werden. Wenn plötzlich sehr viele Menschen ihre Rechnung nicht mehr bezahlen können, weiß auch ich nicht genau, was passiert. Oder Mieten. Ja. Ich bin immer dafür, den Leuten reinem Wein einzuschenken und als Staat zu tun, was nur irgendwie zu tun ist. Aber es klingt so, wenn der Kanzler redet, ja, das schaffen wir alles. Mal eben 100 Milliarden für die Bundeswehr, für Sozialkosten und das bezahlen wir auch noch und 40 Milliarden hierfür und dafür. Irgendwer muss das doch mal irgendwann bezahlen.
Naja, wir leben auf Kosten unserer Enkel. Früher haben wir gesagt, auf Kosten unserer Kinder, jetzt müssen wir schon sagen, auf Kosten unserer Enkel. Und ich habe schon 3 Stück davon. Aber irgendwann muss da im Bundestag in die Fraktion mal jemand kommen mit einem spitzen Bleistift und sagen, liebe Leute, es geht doch nicht einfach so. Das tun wir auch. Und deshalb werden ja auch zum Beispiel diese 100 Milliarden sehr, sehr lange gestreckt. Und deshalb sind sie ja auch neben dem normalen Haushalt angesiedelt. Ansonsten müsste ja diese Staatsverschuldung noch zu extremst hohen Zinsen führen. Ja, aber das ist doch Augenwischerei. Ich meine, ich sage mal, erstens heißt es Sondervermögen, das ist doch kein Vermögen, das sind doch Schulden. das weiß doch jeder. Entweder, mehr oder weniger sind Schulden, um den Begriff kommt man nicht drum herum. Ja, ob ich das außerhalb des Haushalts ansiedelt oder nicht, bezahlen muss ich es aber auch. Das heißt, am Ende ziehen wir alle den Strich unter dieselben Summen. Es ist ein großer Unterschied, ob ich 100 Milliarden in 50 Jahren zurückzahlen muss oder ob ich 100 Milliarden aktuell in den Haushalt mit einstelle und damit meine Verschuldung massiv nach oben treibe, was hier dann auch dazu führt, dass die Staatsanleihen entsprechend teurer werden, was auch wieder nicht gut ist. Ja, es ist alles nicht gut. Ja, was wir machen. Ja, aber Herr Brinkmann, irgendwas müssen Sie tun. Jetzt nur die Hände in den Schoß legen geht auch nicht. Ja, aber vielleicht müsste man noch ein bisschen mehr ehrlicher sein und sagen, liebe Leute, mit jedem Monat bei Inflation 7, das kriegt er vom Staat ersetzt, das funktioniert doch nicht. Na, ich sag's Ihnen ja hier. Ja. Ne? So, und ich warte auf den Moment, wo es in den Wahlen so aussieht, dass plötzlich die Parteien eine ordentliche Klatsche kriegen. Und sagen, wir glauben euch nicht mehr. Was wäre denn die Alternative zu dem? Ich weiß es nicht, Sie sind der Politiker. Ich sage Ihnen, man muss den Leuten reinen Wein einschenken und muss sagen, was kommt. So oder so. Was kommt, wenn der Krieg noch lange weitergeht? Was kommt, wenn Putin diesen Krieg gewinnt? Was kommt so oder so, wenn wir weiterhin Energie verteuern? Wobei, das muss man natürlich auch sagen, dass Energie teurer wurde oder wird oder werden soll. Das war nicht ganz unbeabsichtigt. Denn man sollte das Klima retten, man muss das Klima retten. Und es geht nur darüber, dass ich sinnvoll mit Energie umgehe. Und ich habe schon seit 2, 3 Jahren gesagt, das Schlimmste, was wir tun können, ist, wenn wir dabei die Menschen nicht mitnehmen. Wenn die Menschen merken, dass bei der Rettung des Klimas sie ihren Wohlstand teilweise einbüßen, und da war noch gar nicht vom Krieg die Rede, dann werden die Menschen nicht mitmachen. Und das ist auch jetzt immer noch mein Spruch. Ja, das ist ja das, wonach ich eben gefragt habe. Spüren Sie, Vibrationen kommen denn ja. Das ist das mit dem Wort Unruhe. Ja, man spart ja jetzt schon. Ich gehe einmal die Woche schwimmen und beim letzten Mal war es mir doch kalt, als ich ins Wasser ging, bis ich gelesen habe, die haben das 1 Grad tiefer gestellt. Ja, das sehen merkt Sie? Man schon, aber trotzdem macht Schwimmen noch Spaß. Und vielleicht holen Sie die alten Pullover noch mal raus von der Oma, die ganz dick sind. Oder Sie Ihren Neoprenanzug beim Baden. Ja, oder sowas. Das heißt, wir scherzen jetzt. Aber darüber sollten wir durchaus nachdenken. Das heißt, ein Grad von Wohlstand lässt sich auch in Celsius-Grad messen. Das kann man dann regulieren. Wenn Sie Heizung ein bisschen tiefer machen und dabei das Fenster zu und nicht auf, dann hilft das auch alles. Das waren jetzt waren gut gemeinte Vorschläge. Ob so klug waren, weiß ich noch nicht. Das zeigen wir mal. Und wenn wir das nächste Mal hier sind, wieder, wenn Sie das nächste Mal hier sind, dann erzählen wir mal, wie es denn bis dahin gelaufen ist. Erstmal das können wir gerne tun. Vielen Dank, dass Sie heute da waren. Gerhard Ulrich aus dem Wahlkreis 196, das ist Thüringen Süd oder Südthüringen? Südthüringen. Südthüringen. Wieso heißt das nicht Thüringen Süd? Weil Thüringen Nord gibt es ja auch nicht, das ist Nordthüringen. Und es gibt auch Südbayern und nicht Bayern Nord, Bayern Süd. Also, manchmal ist Aufklärung gut durch den Bundestag. Ich bedanke mich, dass Sie heute da waren. Ich bedanke mich bei Ihnen, dass Sie zugeschaut haben. Wir sehen uns wieder wie immer montags 20:15 aus dem Bundestag. Bis nächste Woche und tschüss.